Hey, meine Rabauken, herzlich willkommen zum Minecraft-Block-Tycoon in Roblox. Ein bisschen verwirrend. Hier kann man verschiedene Minecraft-Farmen bauen, wie beispielsweise eine Cobblestone-Farm. Aber auch eine, naja, das ist vom Prinzip her auch eine Cobblestone-Farm. Wieso hat sich das da so hochgesteckt? Weiß ich nicht. Und eine Baumfarm. Da kommen Blöcke raus, die kann man weiterverarbeiten, mehr Geld verdienen. Ich habe tatsächlich den Guide von dem Spieler angeschaut, der auf der Weltrangliste Platz 1 ist. Wir werden heute eine Menge Geld verdienen. Wir bauen nämlich eine Weizenfarm. Ist ganz, ganz basic Minecraft-mäßig. Dafür brauchen wir, ganz einfach, erstmal ein paar kräftige Likes, Leute. Wir verstehen uns. Wir brauchen einen Farmer, okay? Hier steht, der sammelt Setzlinge automatisch in einem 3x3-Radius ein. Muggi rennt in seinem Laufrad, wenn ich hier arbeiten muss. Muggi, denkst du, das Laufrad hat schon von selbst bezahlt, oder was, mein Guter? So. Jetzt brauchen wir Weizen. Da können wir eigentlich direkt schon mal in die Vollen lang. Wir kaufen das 6. Ich habe ein bisschen Geld angespart. Sieht man hier ja schon, ne? Den Farmer platzieren wir schön mittig, würde ich sagen. Hier so, perfekt. Jetzt. Warte mal, ist das richtig rum? Ich bin mir nicht sicher. Kann ich irgendwie checken, wie rum der richtig ist? Ich glaube, ich kann das gar nicht sehen. Wir müssen das testen. Kann sein, dass ich den gleich nochmal drehen muss. Auf jeden Fall platzieren wir jetzt in einem 6x6 Gebiet. Wir haben jetzt aber nicht 6. Das heißt, wir müssen diese Reihe hier quasi noch dazu machen. Den Weizen, und der farmt den dann automatisch ab. Dann machen wir hier ein kleines Loch. Das Loch ist wichtig für später. Ah ja, das passt ja perfekt, genau. Und ja, das reicht ungefähr. Mal ruhig nochmal eins mehr, so. Und in dieses Loch machen wir jetzt das Verkaufsfeld. Wartet. Zack. Jetzt auf die 5 und zack. So. Jetzt fliegt das runter in das Verkaufsfeld und man verkauft automatisch das Weizen, verdient 6.000. Ist doch locker flockig, Leute. Wir haben auch 242.000. So, das bringt jetzt schon krass viel Geld ein, ne? Wenn du mal überlegst, guck mal, hier gibt ein so ein Ding, naja, maximal mal ein 100er, maximal. Und jetzt passt mal auf, was passiert, wenn ich diese 8 Dinger hier reindroppe. Hier, 2.000, 6.000, 2.000, 2.000, 2.000, 4.000, 2.000. Das ballert schon heftig rein. Wir müssen jetzt diese drei Felder noch auffüllen. Das schaffen wir, indem wir hier nochmal in den Shop reingehen und weitere Weizensetzlinge kaufen. Und zwar am besten direkt 3. Wir müssen nur ganz kurz warten. Und zack, da haben wir es auch schon. Was, wir haben nicht genug? Natürlich habe ich genug. Ah, jetzt hat es geklappt. So, die platzieren wir jetzt hier rein. Jetzt verdienen wir schon wirklich, also hoho, das schmeckt jetzt schon vom Verdienst her, ne? Jetzt haben wir auch schon ganz schön viel ausgegeben. Jetzt benötigen wir eigentlich, die Frage ist, bauen wir jetzt einen Komposter? Ein Komposter macht nämlich aus dem Weizen Soil, das kennen wir auch aus Minecraft, ne, klar. Das ist das, was mit Pilzen und so weiter. Da brauchen wir, also das brauchen wir halt, kostet aber 5 Millionen. Ne? Aber damit verdoppeln wir das Weizen-Income sozusagen. Ne? Ist schon lecker, können wir uns aber an dieser Stelle erstmal noch nicht leisten, leider. Wir brauchen wieder Weizen, ne? Und dann noch einen weiteren Farmer. Denn was wir jetzt machen, ist, wir stacken das Ganze. Jetzt bauen wir nämlich hier die nächste Station hin. Dann kommt hier noch eine Station und hier noch eine Station. Das heißt, du hast insgesamt 4x9 Felder. 9, 18, 27, 36 Weizenfelder. Das scheppert anders. Und dann fängst du das an zu stacken. Übereinander. Wie so eine richtige Profi-Minecraft-Farm. Das wird komplett geil. Wir werden jetzt halt, das ist halt das Krasse, wir können das eigentlich mal, nee, wir stoppen das jetzt nicht, ist nicht so wichtig. Aber die Sache ist, dass die neue Zeit, die ich benötige, pro Feld, oh, ich würde es eigentlich schon gern stoppen, ne? Ach, ihr macht das schon für mich. Nee, es ist ja gecuttet, ihr könnt das gar nicht stoppen, verdammt. Egal. Die Zeit pro neues Weizenfeld wird ja jetzt immer kleiner, weil der Preis bleibt gleich. Ich muss 100.000 verdienen, aber mit jedem Weizenfeld mehr verdiene ich ja schneller Geld. Das heißt, jedes Weizenfeld wird immer und immer schneller, bis ich die irgendwann im Sekundentakt rausschießen kann, Alter. Jetzt, guck mal, das sind ja jetzt schon maximal 45 Sekunden für ein Weizenfeld. Und das kriegen wir safe auf wenige Sekunden noch. Wir haben ja fast nichts hier an Feldern. Ne? Wir beginnen ja hier erstmal. Mal eine kleine Voraussicht, was wir noch alles machen können. Passt mal auf, es gibt Äpfel. Ja, klar. Es gibt Kirschen. Es gibt goldene Äpfel. Es gibt Teufelsfrüchte. Boah, weiß ich nicht. Es gibt außerdem Aquacharts. Ach verdammt, die werden rechts nicht angezeigt. Es gibt Teufels. Ach, Teufelsfrüchte habe ich auch schon. Hier. Ah, verdammt, man sieht es nicht. Pilze gibt es auch noch. Ananas gibt's. Wir haben noch sehr viel zu erkunden, Leute.
sehr viel. Wir haben jetzt den ersten Layer fertig und jetzt geht es im Grunde ganz einfach weiter. Dazu brauchen wir, naja, ein paar Grasblöcke, ne? Genauer gesagt 9 mal 4, also 36. Können wir mal kurz abbauen. Ich sollte welche im Inventar haben, deswegen, perfekt, genau. Hier haben wir die 10. Dann lass mich mal ganz kurz hier, ne, wir brauchen nicht direkt alle am Anfang kümmern, sowieso nicht leisten. Wir brauchen erstmal nur 18, würde ich sagen. 18 hast du, ne? 16, 17, 18. So, perfekt. Jetzt machen wir uns nämlich an Layer Nummer 2. Dazu kaufen wir wieder ich sag mal 9 Weizen, ne? Bumm. Und einen Farmer. Farmerama. Zack, so. Und dem Farmer platzieren wir jetzt, wartet mal, wie machen wir denn das? Den Erdblock muss ich platzieren. Ja, das kannst du ja wirklich einfach auf dumm so machen, oder? Das funktioniert doch. Muss ich jetzt selbst erstmal testen, ehrlich gesagt. Einfach so. Die kriegen zwar dann kein Sonnenlicht mehr ab, die Weizendinger, aber ja, Mai ist auch nicht so schlimm, oder? Da mache ich aber aus designtechnischen Gründen da mal ein Cobblestone rein. Davon haben wir ja eh 8 Cobblestone-Farmen. Das haben wir quasi unendlich. Kann ich hier auch schon mal platzieren. Jetzt machen wir hier den Farmer hin. Hier machen wir das Weizen hin. Und jetzt sollte aus beiden Stationen eigentlich Weizen droppen. Das können wir hier mal beobachten. Unten kommt auf jeden Fall weiterhin Haus, haben wir gerade gesehen. Und jetzt muss oben, muss erst wachsen, Leute, muss erst wachsen. Oben droppt, unten droppt wieder raus, oben droppt auch raus. Perfekt, klappt perfekt. So sieht das Ganze jetzt aus. Jetzt muss aber Mathematik-Benson wieder zuschlagen, denn passt mal auf. Der Komposter verdoppelt ja unser Geld, ne? Weil der macht aus 8 mal Weizen, was 16.000 wert ist, 1 Zoll, was 32.000 wert ist, verdoppelt, klare Nummer. Das heißt, wenn wir den, der gilt ja für alle, wenn wir den Komposter da unten in das Loch rein platzieren, funktioniert der für alle. Das heißt, ich muss, wie erkläre ich das jetzt? Wenn ich den Komposter platziere, verdopple ich sozusagen alles, was ich habe. Das heißt, das, was ich habe, Kamera, muss mehr wert sein als 5 Millionen. Logisch, damit es sich lohnt. Jetzt haben wir aktuell genau 5 Millionen. Eine Farm ist 1 Million. 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt, jetzt wäre es quasi egal, ob ich noch eine Farm baue oder den Komposter. Es wäre plus minus null. Das heißt, wir gehen aber, weil das ist ein bisschen klüger, weil wir müssen natürlich länger sparen. Das heißt, es wäre jetzt klüger, jetzt noch eine Farm zu bauen, die natürlich während wir sparen auch schon Geld produziert und dann schneller die 5 Millionen zu ergattern. So, das heißt, wir machen jetzt hier weiter. Hier müssen wir jetzt einfach, die Erde können wir eigentlich auch schon mal platzieren. Leute. Wir können ja schon mal fleißig sein, während wir hier warten. Ne? Ich überlege sogar, ob man nicht einfach, das ist gar nicht so leicht auszurechnen, weil man verdient ja, während man wartet, auch schon Geld mit den neuen Farmen. Das ist ja tatsächlich auch schon wieder halbe Wissenschaft, das auszurechnen. Da hat sich Ben aber hier auch komplett überfordert, ey. Das ist ja wieder hier, da muss er direkt eine logarithmische Funktion daraus machen, um das auszurechnen. Ich würde sagen, wir machen den kompletten zweiten Layer fertig. Das ist eh nur noch eine Frage von Sekunden. Wir können mal stoppen. Ich habe 25 Sekunden für 100.000 gebraucht. Relativ am Anfang 900.000. Wir stoppen die Zeit. Wir können sie auch im Video einblenden. Dann sehen die Zuschauer das. 30.000 haben wir schon. Also das ballert hier gut rein. 975 und ich muss jetzt schon fast Stopp drücken. Und, Stopp. 14 Sekunden, Alter. Das heißt, wir haben uns um 11 Sekunden schon verbessert. Das ist ja komplett overpowered. So, hier jetzt auch wieder. Zack, 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 zack. Hier haben wir doch einen Cobblestone. Das haben wir doch gesucht. Dankeschön. Genau, den haben wir noch gebraucht, um unsere Farm zu vollenden. Der kommt nämlich als Bauelement dorthin. So. Das habe ich aber auch mit dem Lineal gemacht hier, ne? Mit dem Rand. Ist aber auch Zufall, sage ich euch ehrlich. So, jetzt kaufen wir direkt mal 2 Farmer. Zack. Und wie viel Weizen können wir uns? Wenn wir noch ein bisschen sparen, 11. Und 11. Perfekt. Farmer 1 kommt hier hin. Farmer 2 kommt hier hin. Und den Weizen platzieren wir dann auch hier schön drauf. Super. Jetzt haben wir da fast ein zweites Layer fertig. Jetzt sind doch die 5 Millionen. Ja, lass mal überlegen. Wir haben jetzt noch ein bisschen was gebaut. Das heißt, wir brauchen vielleicht jetzt noch so 10 Sekunden für 100.000. Das heißt, in 100 Sekunden machen wir 1 Million. Das heißt, in 500 Sekunden haben wir den Komposter zusammen. Das geht doch. Das sind 9 Minuten oder so. Das ist doch...
Ist auch passabel. Lasst uns doch für 10.000 die Furniture Workstation kaufen. Können wir ein bisschen uns ein Haus bauen. F. Ey, das ist ja günstig. Wow. Hä? Fühl ich? Boah, da finde ich aber das Bett irgendwie am coolsten, oder? Wir kaufen uns mal ein Bett. Was soll's? Wir pennen hier in der coole Leute. Hier. Neben unserer Farm. Einer muss ja ein offenes Auge haben. Ich werde hier aber überlegen, ich werde hier so einen Burggraben um das Ding machen. Ich Zimmer hier, na, das reißen wir dann eh. Oder wir lassen es als Erinnerung. Ich würde sagen, wir lassen das als Erinnerung, wenn es jetzt geldtechnisch nicht mehr so relevant ist. Was halt krass wird, ne? Dürft ihr nicht vergessen. Wir verdoppeln ja jetzt das Geld. Das heißt, diese, naja, sagen wir mal 12 Sekunden, die ich jetzt aktuell brauche, wir haben ja ein bisschen erweitert schon, für 100.000 werden dann zu 6 Sekunden für 100.000. Das wird schon krass. Das heißt, ich kann alle 6 Sekunden ein neues Feld hinzufügen. Wir gehen auf Kaufen, der Komposter. Boom. Ich habe gerade nochmal gestoppt. 12 Sekunden brauchen wir. Das heißt, jetzt müssten 6 sein. Es wird jetzt ein bisschen nervig, da reinzukommen, aber kriegen wir schon hin. So, Komposter. Wartet. Wir müssen ein bisschen gucken. Ich sehe nicht, wo ich ihn hinplatziere. Ja, 32.000, Alter. Hohoho. Guckt's euch an. Das Geld scheppert so heftig rein jetzt. Junge, Alter, guckt euch das Geld an. Wir hätten schon 500.000 wieder. Ich kann jetzt, warte, ich kann ja, ich komme jetzt gar nicht beim Bauen hinterher. Ich sage so, wie ist es? Weil wir kriegen jetzt alle 6 Sekunden, können wir jetzt ein was Neues platzieren, ne? Das ist halt das Krasse. Wir können im Grunde, wartet, mach mal, ja, es lohnt sich im Grunde gar nicht zu warten hier. Man macht so viel Cash. Warte mal, jetzt brauchen wir noch den Farmer. Ich komme immer, ich finde die Sachen immer nicht. Wo ist denn der Farmer? Da, zack. Jetzt können wir direkt auch nochmal den letzten Weizen-Seed kaufen. Jetzt haben wir eine ganze Farm schon fertig. Überleg mal, wie lange wir da am Anfang gebraucht haben, meine ich. Wie lange wir jetzt brauchen. Plus habe ich 5 Weizen in meinem Inventar. Kann ich natürlich nochmal reindroppen hier. Das ist auch nochmal ein leckeres Sümmchen. Zack, 64.000 nochmal verdient. Wir haben jetzt schon wieder 300.000. Ay, caramba, die Mamba, Alter. Cooler Chamba. Okay, warte, dann lass uns einfach 3 Farmer kaufen. Das Ding ist, man kann das halt nochmal verdoppeln. Ne? Das ist halt das Krasse. Ich zeige euch das gleich. Da müssen wir mal gucken, wie sich das lohnt. Weil wir haben jetzt mehrere Möglichkeiten, was wir machen können. Wir könnten jetzt einmal den, also weiter nach oben stacken natürlich, ist klar. Wir könnten aber auch die Watermelon Farm kaufen für 12 Millionen. Das ist ein Premium-Shop. Sehr krass. Sehr sparsam. Weil die kostet hier nur 12 Millionen. Wenn du die aber per Hand bauen würdest, selbst kostet die 16 Millionen. Also du sparst sehr, sehr viel Kohle. 25% sparst du ungefähr. Wir könnten aber auch den Soil Infuser machen. Der macht aus diesem Soil nämlich nochmal Mushroom Grass, also Pilzgras, was doppelt so viel wert ist nochmal. Das heißt, das Verdoppelte verdoppelt er nochmal. Ist auch krass. Wir könnten aber auch einfach so jetzt beispielsweise Watermelon Farm bauen. Wir könnten noch Karotten. Ich mache mal eine Potato Farm. Einfach mal so. Oder warum nicht, oder? Warte mal, da brauchen wir 9. Da brauchen wir. Ach, steht der Preis, müssen wir gar nicht rechnen. Kaufen wir 5 Potatoes. Die geben auch mehr Kohle. Ist zwar jetzt, also lohnt sich jetzt nicht so super krank, aber ich will ja jetzt auch schließlich euch mal die anderen Sachen zeigen. Es gibt ja hier auch Kartoffeln. Keine Sorge, die Kartoffeln funktionieren natürlich genauso beim Komposter wie der Weizen. Also das gibt keinen Unterschied, das ist 1A. Unsere fertige Kartoffelfarm. Wie viel gibt ein Kartoffelzoll? Wartet mal. 4? Auch 32.000. Okay, aber eine Kartoffel ist 4-mal so viel wert? Lass mich mal rechnen. Sagen wir mal, die werden gleich schnell geerntet. Okay. Dann kriege ich für die Hälfte des Weizens. Ja, okay, ist doppelt so viel wert. Aber ja, okay, ist doppelt so viel. Ja, macht Sinn. Es ist doppelt so viel wert. Weil ein Weizen ist 2K wert, eine Potato ist 4K wert. Deswegen seht ihr auch, dass es sich eigentlich nicht lohnt. Weil guck mal, es kostet 3-mal so viel. Ist aber nur doppelt so viel wert. Also da, lohnt sich so gesehen dann nicht. Aber ist kein Problem. Ich habe da 2 Kartoffeln auch im Inventar, wie auch immer die gerade herkommen. Die müssen wir kurz hier mal reindroppen. Zack, und dann nochmal das Weizen. Oh, Junge, wo schmeißt er die denn hin? Hallo? Das ist wertvolles Gut. Können Leute essen, wohin sie sich mal. Wollen wir mal die Zeit stoppen? Aber es ist ehrenlos schnell. Passt auf, okay, ich stoppe jetzt mal die Zeit. Wir beginnen bei 700. Ja, okay. Das hat ein... Okay, 2 Sekunden. Was war das denn jetzt gerade? Ich konnte es nicht mal so schnell stoppen. Das war ja komplett verbuggt. Also das schmeckt mir. Den dritten haben wir damit auch fertig. Zack, 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 zack. Können wir direkt schon den nächsten Layer machen. Max will mir zeigen, wie man schnell Geld macht. Mein lieber Max.
Ich verdiene 10-mal so viel wie du. Denk, da kannst du mir nichts erzählen. Ich habe mir vom Weltmeister die Tipps geholt. Bin ja auf der Ranglistenjagd. Habe ja gar keine Zeit, mich mit deinen Larifari-Tipps auseinanderzusetzen. Lieb gemeint von dir, also ganz böse. Vielen, vielen Dank. Aber du solltest hier mal bei mir nach den Tipps sich erkundigen. Wobei wir natürlich so gesehen die gleiche Farm bauen. Aber meine ist halt schon viel weiter, ne? Also deswegen, ja. So, wir schnabulieren uns nochmal hier die Erdlayer. Was man halt nicht vergessen darf, wenn ich mir die Watermelon Farm hier kaufe, ne, für 12 Millionen, dann wird die ja auch verdoppelt von dem Soil Infuser. Das darf man ja nicht vergessen, ne? Das darf man nicht vergessen. Das heißt, es macht wahrscheinlich mehr Sinn, sich zuerst den Infuser zu kaufen, vermutlich. Das ist wirklich, da müsste man auch wieder wirklich komplette Excel-Tabellen für rocken, ne? Um da wirklich mathematisch mal durchzusteigen. Das ist alles zu kompliziert, sage ich euch. Der Pro-Gamer meint auf jeden Fall, 6 Layer ist noch effizient. Du kannst sie natürlich im Grunde unendlich hochbauen. Wäre eigentlich auch mal eine geile Challenge, oder? Das Ding unendlich hochbauen. Aber ab 6 wird es wohl ineffizient, weil man dann zu viel Geld verdient. Dann sollte man eher auf die nächste Farm schon ausweichen, weil das ja auch nur eine Stufe wird. Machen natürlich noch mehr, ist klar. So, das heißt, wir brauchen weitere 4 Farmer. Bumm. Können wir uns... Nee, wir machen weiter Weizen, das lohnt sich am meisten. Das heißt, wir brauchen jetzt... Naja, 36 Weizen im Grunde. Kann ich mir das leisten? Das kann ich mir leisten fast. Das ist ja komplett... Max wird ein richtiger Hater, Alter. I hope you good copy my build. Junge, ich habe das schon vor dir gebaut, bevor du überhaupt auf dem Server warst. Er ist richtig am Haten, er ist richtig sauer. Er ist richtig wütend, dass ich vor ihm bin. Und jetzt kaufe ich noch den Zoll-Infuser. You need a higher life to buy... Deswegen steht da eine 2. Wir brauchen einen Rebirth für den Müll. Deswegen hat der Pro das in seinem Guide auch nicht erwähnt. Ach, so stich das natürlich. Ja, okay. Na gut, dann können wir das leider nicht... Junge, er braucht 6. Ja, da sind wir ja fast am Ende jetzt. Verdammte Kacke, Alter. Das ist ja hier alles... Das ist ja alles eine Maui. No, man. Na gut, aber Wassermelone 2. Vielleicht haben wir aber Glück und können es outplayen über den Premium-Shop. Bitte, drückt jetzt die Daumen, dass jetzt hier nicht die Fehlermeldung kommt. Weil da steht keine 2. Und da steht eine 2. Also es müsste klappen. Wir drücken die Daumen. Na, ach, ich habe nicht genug Geld. Wartet, Fehlalarm. Ja, wichtig, wichtig, wichtig. Sehr schön. So, bum, bum, bum. Wir machen einen weiteren Layer. Wir brauchen ja Steine. Die liegen doch bestimmt, die liegen hier immer so rum. Das ist wirklich diese Farm, die ich da gebaut habe. Die funktioniert auch nicht so richtig. So, jetzt haben wir 29. Jetzt reicht das ein bisschen. Jetzt machen wir hier nochmal ein bisschen was weg. So, wir können eigentlich ruhig auch das hier wegrotzen, sag ich mal, ne? So, warte, jetzt muss ich, das ist aber ein bisschen komplizierter. Jetzt muss ich nämlich diese Farm, weil die ist so ein bisschen komisch gebaut. Das kann ich nicht gebrauchen. Das heißt, wir platzieren die, wenn es mal gehen würde, danke, und reißen die jetzt einfach ab. Und bauen die halt selbst neu. Ist halt eigentlich komplett dumm, aber so macht man das halt. Weil wir sparen halt extrem viel Geld, müsst ihr überlegen. Ich habe sogar 2 Melonen bekommen, hä? Ich habe sogar Plus gemacht. Zack, 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 zack. Und dann den Ernter. Wie rum ist richtig? So, perfekt. Boah, wenn das jetzt unten rein scheppert, ne? Müsst ihr auf die Zahl achten. Wartet, da war die Melone. Ach, man sieht die Zahl nicht. Schade, wieso nicht? Ah, warte, jetzt 32, 32. Nee, das ist Weizen, 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 Weizen. 96, da war die Melone. Geil. So, das sieht auch schon mal gut aus. Jetzt reißen wir noch den Rest hier ab. Wir haben im Grunde schon fast die nächste Melonenfarm ja auch schon wieder verdient, ne? Ja, da müssen wir mal gucken. Ich glaube, ich bin tatsächlich jetzt relativ... weil guckt mal, das ist alles Rebirth. Das können wir alles nicht. Hier auch alles Rebirth. Mushroom Farm alles. Wassermelone, Erdbeeren, Äpfel. 6 Rebirths, heilige Mutter. Aquastone ist Rebirth. Wir könnten auch diese große Melonenfarm. Das ist quasi alles auf einmal. Das ist schon strong. Oder... Pineapple, also Ananas. Das wäre auch noch geil, ne? Also ich sag mal, wir haben unser Einkommen hier um 1000% gesteigert. Locker 900.000%. Also das ist ganz klar. Haben wir sehr gut gemacht. Ich denke, in der nächsten Episode steht ein Rebirth an. Und dann kümmern wir uns wirklich um die nächsten Farmen, die dann schon kommen. Das wären dann der Soil Infuser into Pilze. Bin ich sehr gespannt. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Flankt auf jeden Fall den Like-Button. Würde ich mich sehr, sehr freuen. Abonniert den Kanal natürlich, um nichts zu verpassen. Und dann sehen wir uns morgen. Haut rein, euer Benson.